Herzlich willkommen in der alten Kirchspielvogtei in Wesselburen. In diesem im Jahre 1737 errichteten Gebäude hat Friedrich Hebbel, der bedeutende Dichter und Dramatiker, von 1827 bis 1835 gelebt und gearbeitet. Friedrich Hebbel wurde im Jahre 1813 in Wesselburen als Sohn eines Tagelöhners geboren. Heute ist das Haus, in dem er dann später beim Kirchspielvogt arbeitete, ihm als Museum gewidmet. Unser Haus zeigt in insgesamt 10 Ausstellungsräumen das Leben und das Werk Friedrich Hebbels. Kindheit und Jugend des Dichters werden dabei im Wesselburner Zimmer und in einem nachgebauten Geburtszimmer dokumentiert. Beeindruckend ist der karge Alkoven, der Friedrich Hebbel als Schlafstelle diente und dessen Enge er sich noch mit dem Kutscher des Hauses teilen musste. Das Hebbel-Museum, das auch Sitz der Hebbel-Gesellschaft ist, verfügt über ein außerordentlich umfangreiches Bildarchiv zur Biografie und zu den Werken Friedrich Hebbels. Wir freuen uns, dass wir nun auch im Rahmen des Coding Da Vinci-Projektes einen kleinen Teil dieses Bildarchivs der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Thank you.